Warum sind Sie Fußballer geworden? Ja, weil es mir einfach, wenn ich klein war, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich Kind war, wenn ich ganz jung war, wollte ich eigentlich immer Fußballer werden, weil ich war eigentlich immer, wenn ich nicht in der Schule war, dann habe ich immer Fußball gespielt mit meinen Freunden. Wer war Ihr Lieblingsspieler, als Sie noch ein Kind waren oder ein Jugendlicher? Das war eigentlich immer einer, und das war Romario. Das war ein brasilianischer Spieler, der hat bei PSV gespielt in Holland. Das war eigentlich immer mein Lieblingsspieler, ja. Also war der FC Bayern eigentlich schon immer Ihr Traumverein, oder? Nein, eigentlich nicht. Wenn ich Kind war und ich bin mit 25, 26 bin ich dann nach Bayern gekommen. Ja, und das war für mich der beste Schritt in meiner Karriere, und ich bin ganz froh, dass ich jetzt noch immer hier spiele. Ja. Wie lange denken Sie, können Sie noch spielen? ja, ich bin jetzt 30 Jahre alt, und ja, das hat mit meinem Körper zu tun. Wenn die noch gut funktioniert und ich bin noch fit und es geht alles noch gut und ich habe noch Spaß am Fußballspielen, dann hoffe ich, dass ich noch sehr lange spielen kann. Aber das weiß man nicht, das muss man immer abwarten. Haben Sie manchmal Streit mit Ihren Fußballteammitgliedern, wenn die irgendwas beim Pass falsch gemacht haben oder sowas? Naja, Streit nicht richtig, aber ich glaube, das gehört auch zum Fußball, dass wir versuchen natürlich immer miteinander zu gewinnen, also wir brauchen einander, wir müssen immer einander unterstützen, aber ja, das muss nicht immer ganz nett, das darf manchmal natürlich nicht schimpfen, aber manchmal darf das mit einem Ton, das vielleicht um deinen Mitspieler ein bisschen aufzuwachen, aber grundsätzlich muss es natürlich immer positiv sein, weil du musst immer miteinander versuchen zu gewinnen. Wie